So, liebe Leute, ich habe die Spoiler zum One Piece Kapitel 971 in der Tasche und ich kann euch sagen, es ist wirklich eines der grausamsten Kapitel, die ich jemals erlebt habe. Zumindest von den paar Bildern und den Spoilern, die wir haben, die ich euch gleich vortragen werde. Wir kriegen einige Sachen aufgeklärt und man kann schon sagen, dass wirklich jetzt der Flashback langsam zu Ende geht, denn das Chapter trägt auch den Titel Verurteilt, gekocht zu werden. Und genau das passiert hier auch, liebe Leute. Oden wird gekocht. Wie genau das zu verstehen ist und was genau alles passiert im Kapitel nach dem Intro. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, das One Piece Kapitel 971 trägt den Titel Verurteilt, gekocht zu werden. Das hatte ich ja eben schon erwähnt, aber wir wissen in diesem Chapter jetzt auch, in was sie gekocht werden. Wir hatten natürlich in unserem Stream das schon mehrmals in Erwägung gezogen, und zwar gekochtes Öl, beziehungsweise in kochendes Öl werden die reingeschmissen, sollen die reingeschmissen werden, was ja letztendlich am Ende nur Oden trifft. Und es ist wirklich so, auch wie wir gesagt haben im Stream, wozu ich gleich nochmal näher eingehen werde, es ist ein Aushaltespiel. Oden muss 60 Minuten in gekochtem Öl chillen, Leute. Für seine Freunde 60 Minuten aushalten, dann werden sie freigelassen. Das ist zumindest das Versprechen, was er wiedermals von Kaido und Orochi bekommen hat. Ob es gehalten wird oder so, das ist natürlich eine andere Frage, aber lass uns erstmal nochmal auf Einzelheiten eingehen, bevor wir zu dem großen Finale kommen. Und ja, das Kochen und dieses, das Oden im Öl ist hier der Cliffhanger. Also Oden ist in dem Öl, in dem kochenden Öl, muss aushalten und dann macht Oda das Chapter einfach dicht und sagt, ja, nächste Woche geht's weiter. Das ist echt schon diesmal ein richtig, richtig ekliger Cliffhanger, aber wir halten das aus. Wir erfahren jetzt auch, was es mit dem nackten Tanzen auf sich hat. Und ja, genau das hatten wir auch schon, mehr oder weniger in den Streams gelüftet, beziehungsweise Leute, wir sind einfach eine Community, wir haben einen klaren Blick, wir wissen einfach, was abgeht und genau diese Sachen treffen auch ein. Deswegen nochmal Props an euch, auch in den Streams immer nice. So, wir wissen hier Shinobu, wo viele gedacht haben, ist sie jetzt eine Verräterin? Ist sie es nicht? Sie ist ja letztendlich aus dem Gefängnis rausgekommen, wo Oden mit seinen Leuten jetzt sitzt, weil Oden sich nochmal eingesetzt hat für sie und sie ist ziemlich, ziemlich sauer, läuft durch die Stadt und revealt dann für alle Bewohner auch der Blumenhauptstadt und so und auch für die Oden-Anhänger, die ein bisschen enttäuscht von Oden sind, weil er da nackt tanzt und sonstiges und sich zum Affen macht, sagt sie halt letztendlich, was das Geheimnis ist hinter das Tanzen, weil sie war ja letztendlich als Spionin, als Ninja noch oben in den Dachdielen mehr oder weniger und hat das belauscht, das Gespräch zwischen Oden und Orochi, und sie weiß genau, warum er nackt tanzt, und es ist der Grund einfach, dass ihm wurde versprochen, dass wenn er tanzt, werden 100 Leute gerettet pro Tanz. 100 Leute pro Tanz, Leute, und er hat so oft getanzt, also er hat so viele Menschenleben gerettet, aber das ist schon krass, dass ein Oden so unter Druck gesetzt wurde, beziehungsweise er sich so schwach gefühlt hat, dass er einfach nichts machen konnte und schon diesen Deal mit dem Tanzen eingegangen ist. Also er hat ja komplett dann schon aufgegeben. Wir haben gesehen, dass noch Kaido kam mit der Drachenform damals. Also hat wahrscheinlich Oden auch dann Kaido kennengelernt noch, bevor er das mit den 100 Leben mit dem Tanzdeal da abgesegnet hat. Deswegen, Oden muss sich schon 100% sicher gewesen sein. Er hat keine Chance. Da ist der Barrierefruchtnutzer, da ist die Klonfruchtnutzerin, da ist ein Kaido. Er kann nichts machen. So, dann der Deal. Okay, ich tanze nackt einmal die Woche auf der Straße und save dann 100 Leben jedes Mal. Ist eigentlich nachzuvollziehen und eigentlich ein Ehrenmann-Move. Aber genauso hatten wir es ja auch predicted, dass er tanzt, um Leben zu retten. Und jetzt erfahren wir auch ein bisschen was über Orochi, beziehungsweise Orochi kriegt ein bisschen Charaktertiefe, was ich ganz cool finde, denn er regt sich auf über das, was mit seinem Opa passiert ist. Denn wir wissen ja alle, böse Charaktere oder böse Menschen auch in unserer Welt werden nicht böse geboren, sie werden immer böse gemacht. Und genauso ist es ja auch mit Orochi, wahrscheinlich auch mit Blackbeard. Jeder hat seine Motive, seine Gründe und seine Absichten hinter dem, was er tut. Und auch Orochi wurde halt nicht böse geboren. Er denkt halt irgendetwas, was sie mit seinem Opa gemacht haben, also der auch im Kurosumi-Clan ist, der soll ja besiegt worden sein von der Kozuki-Familie, und in seinen Augen ist es höchstwahrscheinlich etwas Unfaires passiert, also was richtig, richtig Schlimmes, was ihm wahrscheinlich erzählt wurde, oder es war vielleicht so, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass der Kozuki-Clan, also Odens Vorfahren, damals die Bösen waren. Aber es kann ja vielleicht auch so sein, dass der Kozuki-Clan damals wirklich dem Opa von Orochi Böses angetan hat, aber das ändert ja nichts jetzt daran, dass Oden oder auch Sukiyaki, also der Vater von Oden, nicht böse sind. Also dieses an der Familie wurde was angetan und man rächt sich dann an den Jüngeren, so, das macht natürlich keinen Sinn, aber vielleicht können wir, wenn wir genau verstehen, was mit seinem Opa passiert ist, Orochi ein bisschen nachvollziehen, werden wir dann sehen. Was genau, wissen wir nämlich nicht. Wir erfahren zum Beispiel auch, dass andere Leute in der Stadt und andere Leute auf Wano Kuni die Kurosumi-Familie töten wollen. Also da gibt es noch andere, so die Groll hegen, die immer noch auf Odens Seite sind. Und natürlich geht es jetzt rum in der Stadt, dass Oden und seine Leute verurteilt sind, lebendig gekocht zu werden. Das ist auch ziemlich krass, dass alle das hier erfahren. Und die ganze Hinrichtung soll beim Oden-Schloss stattfinden. Das finde ich auch ganz cool. Das war ja auch eine der möglichen Orte letztendlich. Wir haben ja gesagt, entweder in der Blumenhauptstadt oder Odens Schloss. Eigentlich kommen nur die beiden in Frage. Und es ist jetzt das Schloss von Oden, wo auch lebendig gekocht werden
werden soll. So, und hier steht in den Spoilern auch, wir kriegen diesen ganzen Plot, die ganze Geschichte mit Oden und Orochi erklärt. Hier steht, Oden cooperated with Orochi, also die haben irgendwie kooperiert, irgendetwas gemacht, gemeinsame Sache. Ich glaube, das ist einfach der Deal mit dem Tanzen und das alles wird hier halt erklärt. So, und außerdem steht hier in den Spoilern, dass King auftauchen wird in dem Kapitel. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Höchstwahrscheinlich so, wie er heutzutage auch aussieht, komplett eingehüllt in Leder. Aber vielleicht ja auch nicht und wir sehen ein bisschen was von seiner Rasse. Das wäre auch cool. Wie gesagt, sein Outfit erinnert ja immer so ein bisschen an das von Shiryu oder das von Magellan. Ich habe mir eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen das sehen vielleicht, woher King kommt oder woher dieses Outfit hat oder so, dass er vielleicht auch mal aus Impel Down kam, Wächter war oder so. Auf jeden Fall geht's dann los. Wir sehen den Hinrichtungstag in Odens Schloss und Oden bettelt noch um sein Leben, was eigentlich wirklich für einen Hauptcharakter, und er ist ja wirklich eigentlich der Hauptcharakter gerade in dem Flashback, der Protagonist, er bettelt um sein Leben. Das ist eigentlich ein Ding, was viele Schreiber, Mangaka nicht machen. Es ist schon ziemlich demütigend. Oden ist schon gebrochen, musste da immer nackt tanzen und bettelt jetzt noch um sein Leben. Er sagt, ich will noch eine Chance, ich muss lebendig sein, ich muss. So, also wahrscheinlich aufgrund der Sache mit Roger, dass er am Leben bleiben muss, einfach nicht jetzt nur, um das Land zu regieren und so. Natürlich, das ist ein Grund, aber ich glaube, um das geht es ihm hier gar nicht. Er sagt, ich muss lebendig sein, einfach um denn da zu sein, wenn der Richtige auftaucht, um Wano Kunis Grenzen aufzumachen. Dafür muss er lebendig sein. Das ist ja sein letzter Wunsch, um das Ganze von Roger zu vollenden. So, dann erfährt man, dass es alles Öl ist, wo drinnen gekocht werden soll. Und Oden fragt Kaido, lass mich am Leben. Bitte, gib mir noch eine Chance. Allein das ist wirklich, wirklich schon krass, dass Oda das so schreibt, dass Oden noch um sein Leben bettelt fast schon. So, und außerdem steht hier in den Spoilern, dass wir nichts über den Verräter erfahren. Also nichts steht hier über den Verräter. Ein bisschen traurig, aber nächste Woche haben wir noch ein Kapitel, denke ich mal. Natürlich geht es jetzt noch weiter, aber dann kommt jetzt zu dem Deal. Oden sagt, was ist, wenn ich hier ein bisschen aushalte? Lässt du denn die frei, die noch leben? Also von seinen Leuten höchstwahrscheinlich die noch leben. Damit ist dann auch Kinemon gemeint, damit ist Denjiro gemeint und so Kawamatsu, die auch alle in den Gitterstäben da waren. Und dann sagt Kaido, ja, wir werden sehen, wenn du 60 Minuten aushältst. In kochendem Öl. 60 Minuten aushalten und dann werden die freigelassen. Wir wissen heutzutage, Kinemon und so, die wurden alle freigelassen. Und das impliziert eigentlich schon, das spoilert uns jetzt sozusagen schon das, was passiert. Nämlich, dass Oden das schafft, 60 Minuten auszuhalten und die befreit werden. Was ich aber irgendwie immer noch bezweifle, dass ein Kaido und so dann sein Versprechen einhält. Aber ich glaube, Kaido ist ein bisschen anders vom Schlag als wie Orochi. Und ich glaube, dass wenn Kaido sieht, Oden hält sich jetzt aus, dann lässt er die auch frei. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wäre jetzt nur Orochi am Hebel, würde er, glaube ich, sagen, scheiß drauf, schmeiß ich auch ins Öl. Selbst wenn er da 3 Stunden in dem Öl aushält. So, und warum hält ihn keiner auf? Warum ist da keiner? Wir wissen es nicht. Es gibt schon ein Spoilerbild. Er ist in so einem wirklich kochenden Topf drinne. Und die anderen haben versucht, ihm auch zu folgen, wohin er will und so. Aber Oden hat sie aufgehalten. Wirklich, er will es wirklich für sich alleine machen. Und da sind auch irgendwie keine Leute. Die Exekution ist komplett bei Oden Schloss. Und es sieht so aus, dass da wirklich keine Leute sind. Außerdem erfahren wir noch irgendwas über Oden und dem Schiff, was er haben wollte, dass er raus segeln wollte, weil es ein Versprechen gibt, was er einem gegeben hat oder so. Also das ist ein bisschen kryptisch, deswegen legt er auch nicht so viel Wert drauf. Die Spoiler sind natürlich verlinkt und Leute, es endet halt letztendlich mit dem Kapitel so, dass einfach Oden in dem kochenden Öl ist und es sind erst 5 Minuten vergangen und wir sehen seine Fresse, Leute, und es ist nicht mehr auszuhalten und das bricht mir wirklich auch fast das Herz, wenn wir ihn sehen. Er schreit vor Schmerz, wie er in dem Öl ist. Er hat überall auch Blut in der Fresse, wurde wahrscheinlich immer noch die, das waren wahrscheinlich noch die Wunden von dem Keulenschlag von Kaido. Oden ist auch angekettet. Er ist in dem Öl angekettet, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und er muss da drin aushalten. Aber ich finde das irgendwie so traurig, dass er dann nicht noch versucht zu kämpfen oder so. Dass er einfach wirklich sich jetzt seinem Schicksal da einfach gibt und sich ins Öl setzt. Das ist ein bisschen traurig, wenn man das über Oden sieht so. Aber trotzdem wird er, denke ich mal, also nach dem, was wir jetzt auch noch sehen werden, wird er als Ehrenmann in unseren Köpfen bleiben. Aber ich denke, dass er da lebendig rauskommt, das können wir uns abschminken. Aber jetzt stelle ich mir das ein bisschen vor, wie will Oda das denn jetzt weiter schreiben? Also er ist da gerade im kochenden Wasser, hält 5 Minuten aus und dann wahrscheinlich nächste Woche auch schafft er die 60-Minuten-Marke, dass seine Leute freigelassen werden, denn dass Kaido vielleicht sein Versprechen einhält. Aber Oden letztendlich wird ja nicht freigelassen. So, wie will Oda das denn jetzt für uns schreiben oder zeichnen? Sehen wir dann wirklich die schwimmende, gekochte Leiche von ihm? Oder, das ist ja wirklich ein bisschen krass so, das muss man sich ja wirklich so vorstellen, dass das auch eiskalt durchgezogen wird mit dem lebendig gekocht werden und dann noch in Öl. Also, das ist schon wirklich ein Ding, was man in One Piece nicht so kennt und was auch jetzt nicht so kinderfreundlich ist, wenn man das mal so sieht, weil viele sagen ja immer noch, One Piece, Kinderserie, so, aber das ist ja echt schon ziemlich krass. Und deswegen, dass er da lebendig rauskommt, das glaube ich nicht. Das Ganze ist jetzt vorm Schloss Oden und wir wissen, dass im Schloss Oden, das wird auch noch brennen komplett, das wird noch angezündet, höchstwahrscheinlich nach dem Tod von Oden dann komplett. Will Orochi noch mal ein Zeichen setzen, das Schloss der Kozukis komplett niederbrennen. Und wir wissen ja, dass da drin dann auch, Toki, also die Frau von Oden, die immer der Zeitfrucht, dass die da dann drin ist und dann die Leute auch in die Zukunft schickt. Also da ist jetzt die Frage, wann kommt es zu dem Geschehen? Ich glaube wirklich, Toki ist auch ein Kandidat für Verräterin. Also Kanjuro, Toki sind eigentlich die zwei, wo ich es mir vorstellen kann. Bei Shinobu glaube ich inzwischen nicht mehr, dass die Verräterin ist. Das werden wir dann sehen. Nächste Woche geht's weiter und ich denke, dann wird die Hinrichtung kommen. Dann wird das Ganze kommen, auch mit dem brennenden Schloss. Und ich hoffe, es setzt dann auch schon an mit der Zeitreise. Das wäre
dann auch wirklich einen Strich darunter machen können. Natürlich könnte man das mit Oden noch ein Kapitel längs ziehen. Also ich denke aber, mehr als zwei Kapitel noch in dem Flashback werden wir nicht sein. Auf keinen Fall eigentlich. Es kann natürlich sein, dass nächste Woche das mit Oden und dem Aushalten in dem Kochtopf, in dem Öl, dass das nochmal richtig gezeigt wird so und dass da nicht mehr so viel Platz und Zeit ist, noch das andere zu erklären, wie die alle entkommen und so. Na, wir werden es sehen, liebe Leute. Schaltet auf jeden Fall zum Stream ein, wenn wir das Kapitel komplett haben und das komplett wieder auseinandernehmen. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.